Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wieder mit Chris und Annika. Hallo. Hi. Und wir haben echt nichts so zu mitnehmen als Item. Also dieser braune Erste-Hilfe-Kasten bringt einfach überhaupt gar nichts. Oh, ich bin mal ganz mutig heute, Leute. Die Opfergabe, was ich dabei habe. Oh, eine Taschenlampe. Yay. Yeah. Wollt ihr vielleicht zum Macmillan-Anwesen, zur Coldwood-Farm oder zum Autohaven-Schrottplatz? Egal, such dir was aus. Wir nehmen mal das Macmillan, das hatten wir noch nicht. Wow, die habe ich auch noch nie gesehen als Prestige. Oh, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, sieht richtig cool aus. So, ich habe meine Taschenlampe auch noch ein bisschen aufgepimpt. Deine Taschenlampe. Leuchtet der Taschenlampe jetzt heller? Ja, und man kann besser zielen. Mm, gar nicht creepy. Oh. Also, wir konnten uns nicht entscheiden, wo wir hinwollen. Ah, ich bin echt zufrieden mit den Toneinstellungen. Das funktioniert echt gut. Discord ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser als Skype, muss ich echt sagen. Es läuft auf jeden Fall sehr stabil. Ja. Bis auf deinen PC. Ja gut, der ist eine Sache für sich. Der macht, was er will. Hat seinen eigenen Kopf. Ich glaube, das ist eine Sie. Eine Sie? Hast du einen Namen für deinen PC? Ach so, ich. Hallo. Nurse. Geist. Micha. Hier waren jetzt so viele Raben. Es ist so still. Ihr seid auch so still. Ja, ich mache gerade einen Generator neben der Wellblechhütte und ich höre... Ich mache gerade einen Generator neben der Holzhütte. Ah, okay. Also Holzblechhütte. Okay, das ist schon mal was. Herzklopfen heißt kein Micha. Also du bist schon mal raus, Chris. Ich glaube, es ist der Fallensteller. Was? Schon wieder? Ja, ist der Fallensteller. Ich höre die Falle, ja. Oh. Ist irgendwo eine Falle hingelegt. Da. Er sieht... Oh, er guckt in meine Richtung. Er hat... ich habe gerade... Oh, Entschuldigung, Annika. Ich habe dich wahrscheinlich jetzt ein bisschen reingeritten. Nee, ich hänge hier hinter Baum und... Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Doch, hat er. Hat er. Mega mäßig. Er hat bestimmt gedacht, du wärst ich gewesen. Die Versuchung, einfach jetzt die Taschenlampe ihm ins Gesicht zu halten, ist irgendwie sehr hoch. Ich hatte eben die Taschenlampe mit... Der hat eben geschlagen. Er verfolgt mich. Okay, ich bräuchte Heilung. Okay, ich bin an deinem Generator, wo du gerade warst. Vielen Dank, Herr Chris. Aber er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Ach, wieso verfolgt er mich denn jetzt hier? Ich mache deinen Generator fertig, Annika. Ja, okay. Nice. Dann komm mal bitte hier... Zu den Holz... Wo bist du denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Hier so zwischen Mauern. Ah, ich seh dich. Bleib da, wo du bist. Ja, warte, ich geh nur hier so ein bisschen in den Schatten. Ja, geh in den Schatten, weil hinter dir habe ich gerade den Killer gesehen. Oh Gott. So ganz weit, so im, als Silhouette. Okay, ich hänge ja an der Kartenecke. Ja, ich sehe dich. Der Pax ist angeschlagen. Wo bist du denn, Chris? Ja, genau, auch da. Wir sind beide zusammen umgelaufen. Ach, scheiße. So, heute haben wir echt, dass wir so ein bisschen die Leute so reinreiten, die anderen. Ja. Da hinten war eine Kiste, da würde ich gerne reinschauen. Ja, dann geh zurück, ich mache hier Generator. Der hier rechts? Wenn ich einen sehe. Hier ist einer, bei mir. Ah, supi. Hier der. Ah, der ist auch schon ein bisschen angemacht. Ach man. Wo bist du? Ach, da hinten. Ja. Pex ist auch in meiner Nähe. Okay. Sag uns, wenn er dich rettet. Ja, also die steht quasi direkt neben mir eigentlich. Ich hänge jetzt mal hier ab, ne? Ach, du hängst immer nur rum, Chris. Ja, ey. Du machst einfach nichts. Was. Ich mach gar nichts. Ja, er läuft weg.
Der Killer oder Pex? Pex ist auch einfach weggelaufen. Im Ernst, okay, jetzt kommen wir jetzt zu dir. Dann kommen wir jetzt. Ja, der Killer legt erstmal eine Falle unter mich. Ist der Pex jetzt echt weggelaufen? Ja, der guckt dann, aber er ist. Hol mich, da, Annika, hol mich. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Da. Und der Killer steht, ja, noch bei mir, aber der läuft jetzt in eure Richtung. Ja, ja, das ist ganz klar. Das ist ganz natürlich. Wir haben hier eine Falle und eine Verletzte. Scheiße, ey. Ich kämpfe mich dann mal ab, ja, hier. Ja, ne? Wir müssen den Chris holen. Scheiße. Oh! Gott. Hätte mich fast gesehen, der Killer. Also ich glaube, wenn ich laufe, kriege ich den Chris jetzt nicht mehr. Ah, doch, würdest du, wenn du jetzt laufen würdest. Aber das Problem ist, dass der Killer hier noch die ganze Zeit ist. Ja, der ist gerade in die Richtung von Chris gelaufen. Ach, scheiße. Tut uns leid, Chris. Warte, ich versuch's noch. Ich versuch's noch. Denk an, ich hab ne Falle unter mir liegen, ne? Ach, scheiße. Ja, dann schaff ich's nicht mehr. Nee. Scheiße. Hä? Weil, wo war die Falle? Keine Ahnung. Ich heil mich mal kurz selber ein bisschen. Hä? Ich weiß es nicht, Chris. Ich weiß es nicht. Akzeptieren wir es einfach als Gott gegeben. Okay. Bitte fragen wir das nicht weiter. Richtig. So. Zack. Machen wir hier den Generator rein. Ich bin gerade auf der Flucht. Ja. Hallo? Ich hing gerade an Tier fest. Das war aber jetzt Rettung in allerletzter Sekunde, Chris, ne? Ja, das war nicht mehr lange. Nein! Oh, er hat's daneben geschlagen. Oh. Annika und ich reparieren hier fleißig. Ja, ich habe gerade eine Killerbetäubung gemacht. Oh, geil. Sehr gut. 1000 extra Punkte. Geht weg. Ah, nee, doch nicht. Der ist hier schon fertig. So, wir sind jetzt auch fertig hier. So, gehen wir mal in die Richtung, nicht laufen. Ja. Wie cool. Ich bin auf jeden Fall in eurer Nähe. Okay. Ja, aber. Okay, ich habe keinen Herztropfen mehr. Ich gehe mal so in eure Richtung, ja? Stopp, ich sehe dich. Ja. Achtung, der Scheiße. Kommt, der kommt. Lauf. Ach, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Wo bist du, Chris? Hier. Hier hinter dir, ja, genau. Hier, siehst du mich? Ja, ich komm. Oh, mir ist er nicht hinterhergelaufen. Der ist mir hinterher. Ach, ich hätte jetzt die Taschenlampe einsetzen können. So was Blödes. Er hat wieder daneben geschlagen, ne? Ja. Annika, wo bist du? In der Nähe von der großen Hütte. Ich sehe ihn, wie er in die Hütte läuft. Ich bin leider relativ laut, weil ich hier mir einen abstöhne. Ja, er läuft mir aber hinterher. Er läuft mir hinterher. Okay, ich mache jetzt den Generator. Mach den Generator. Ja, okay, ich bin nämlich geheilt. Ist okay, ich bin auch geheilt. Aber ich habe Herzklopfen. Oh, er guckt auch genau in meine Richtung. Oh, ey, das war in letzter Sekunde. Alter. Okay, ich bin hier am Ausgang. Okay, er verfolgt mich. Die andere ist auch am Ausgang. Ich bin auch im anderen Ausgang. Oh, scheiße. Seid ihr alle am anderen Ausgang? Nee, doch, ja. Ja. Das finde ich nicht so geil. Weil er mich verfolgt. Möchte sie auch heilen? Okay. Oh nein! Oh mein Gott! Warum spielt er denn wie ein Fallensteller spielen sollte? Tja. Chris, du bist doch fast. Nee, aber gut, hingst gute du Nachrichten, schon? Ich hing noch nicht. Okay, aber Chris, du hingst ja schon, ne? Chris, geh am besten raus. Okay. Ja, guck, weil sonst, naja, wenn du hängst, dann bist du tot. Ich guck euch mal zu. Das wäre echt bitter. Ah, ich bin mal kurz nicht da. Ja. Hauptsache, der haut dich. Ja, er schlägt auf mich ein. Und legt. Hä, warum haut er dich denn nochmal? Ich glaube, er möchte deutlich machen, dass er mich als sicheren Kill mitnehmen möchte. Und dann verliere ich ja meine Taschenlampe, wenn ich sterbe. Oh nein!
Oh nein. Das wäre so schade. Ja, okay, der bleibt hier stehen. Und guckt mich an. Oh, jetzt ist er ein paar Meter weit weg. Ah, okay. Ist er noch ein Stückchen weiter weggegangen, ne? Jo, jetzt ja. Kann ich... Ja, aber der steht direkt da vorne. Ich glaube, das macht keinen Sinn, Leute. Ja, also er guckt auch immer wieder zu mir, also... Ja gut, dann... Bye-bye. Es tut mir leid, Annika. Ist okay, aber kannst du echt nichts machen, ne? Nee. Die andere, die geht auch sogar. Ja, er schlägt auch nochmal drauf. Oh, gejagt. Krieg ich nochmal 2 Punkte extra jetzt. Na gut. Dann will er dich halt wirklich als sicheren Kill mitnehmen. Ja. Also man sieht, wenn du hängst, sieht man die anderen Spieler und den Killer. Ach so, ich hab den jetzt ja auch Stufe 3. Hab ich mir gleich noch gar nicht durchgelesen, was das bedeutet. Na gut, dann bin ich nur diesmal entkommen, aber... Oh, ich habe sogar trotzdem noch einen Pinöppel bekommen. Oh, das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich bin sofort auf Upgrade. Aber ich habe die Taschenlampe verloren. Ich so, ich bin wieder da. Ich bin auch auf Rang 17. Die Annika, der hat gekämpft bei der Annika. Toll, aber Annika auch 11.000 Punkte, ne? 15.000, oder? Ach nee, 11.000, stimmt. 4 hatte ich noch. Nehmen die hier mal mit. Wurde ich schon wieder eingeladen? Nee, Moment, die Annika ist noch nicht ihrer Pflicht. Entschuldigung, ich verteile noch. Kein Stress. So. Und ich bin Stufe 29. Boah, krass, ey, wie schnell das geht einfach. Ja, jetzt gerade geht echt mega schnell. So. Verringert leicht den Schleier. Okay, was machen wir denn jetzt? Nochmal Macmillan. Okay, warte mal, Macmillan, was haben wir denn da? Hast du schon eingeladen? Nee, ne? Ah, jetzt, gerade, in dieser Sekunde. Okay, dann gehen wir mal da rein. Und machen mal bereit. Ah. Aber die blaue Jacke ist echt gar nicht mal so schlecht, ne? Ich glaube, es kommt echt nicht drauf an, was man so anhat. Also, ich glaube, kommt auch ein bisschen auf die Map an. Die erste Runde bin ich damit ja im Macmillan-Anwesen gestartet und ich fand, das passte da sehr gut in dieses blaue Licht rein. Ja, stimmt. Stimmt. Ich kann mich halt mit der Jacke voll gut so vor roten Backsteinen und so verstecken. Das stimmt. Ja, toll. Und ich habe einfach ein weißes Hemd an. Aber der hat auch noch andere Klamotten. Ja, der Polunder zum Beispiel. Ja, der Polunder. Ja, stimmt. Der, wie Stormdotter so gerne sagt, wir müssen miteinander reden, Polunder. Bereit? Ja. Brauchen wir eh noch ein weiteres Opfer? Ja, genau. Guckst du gerade noch? Was du... Ach, guck mal da, Gartenarbeit. Claudette. Die Claudette, die wollte ich auch mal immer mal weiterentwickeln, also weiter... Die hat ja einen Perk, dass sie sich irgendwann selber heilen kann ohne Medikit. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht so übel. Aber ich möchte erstmal jetzt die Mac auf Level 50 bringen und Prestige mit der bekommen. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Wenn das funktioniert. Noch 14 Level. Go, go, go. Also 13,5. Oh, cool. Ich habe gerade gesehen, mein Verwandt-Skill hier, womit ihr den Killer sehen könnt, der übertrumpft auch jegliche Tarnungsfähigkeit des Killers. Ach, also wenn der da steht und der Terrorradius quasi auf 0 geht, ne? Genau. Ja, geil. Das ist richtig, richtig cool. Nice. Am Ende verbraten wir auch mal die, hier, die 572 Punkte von der Folge. Aber das machen wir nach der Runde. So. Welcher Killer? Was glaubt ihr? Oh nein, der eine ist... Oh nein. Nein. Dann ist Micha. Was? Entschuldigung, das war meine geheime Opfergabe. Ach so. Boah, ey, lass uns doch nicht so schwitzen, Alter. Entschuldigung, ich sag, es ist der Geist und tut mir leid. Ich starte die Runde mit jemand anderem. Oh Gott, das hätte ich vorhin sagen sollen, bevor ihr einen Herzinfarkt bekommt. Ich glaube, das ist der Fallensteller nochmal.
Nee, was hat der Zugriff? Micha jetzt mal wieder. Okay. Gut. Ich hab grad echt. Ich bin grad ein bisschen innerlich gestorben. Ich hab gedacht, oh nee. Ich dachte auch schon wieder, es kommt wieder so, oh, wir töten einfach alle. Oh, wir töten einfach alle, so. Ohne Haken. Ja. Und auch beim ersten Schlag. Ja. Oh, einfach so. Und die ist von alleine gekommen. Voll random. So, ich starte. Also wenn jetzt schon wieder hier irgendein Bug ist, dann ist es wirklich an der Map, aber ist es anscheinend nicht. Ich bin am Ausgang, toll. Ich brauche einen Generator. Ich bin an einem Generator. Ja, das könnte ich sein. Also der Map fällt mir immer sehr, sehr schwer, Generatoren zu finden. Hallo. Hi. Oh, ich habe Herzklopfen. Ah, okay. Schau mal, nicht der Micha. Und der Killer schaut in meine Richtung. Aber nicht so richtig. Nur so halb. Also, ja. Hat den es ist der Fallensteller. Entschuldigung, Kettensäge. Aha. Okay. Hat jemand Kettensäge gesagt? Nee. Ich habe Kettensäge. Achso, ja. Nein, habe ich nicht, aber ich habe gerade Kettensäge gesagt. Oh, da hinten ist die Map nur so halb und ich kann sehen, dass da ein Generator in der zweiten Etage steht. Ah, okay. So gegenüber von dir und mir. Ich folge dir mal, Chris. Okay. So, ich werde jetzt die Straße überqueren. Ah, mutig. Ach, da ist ein Baum. Da würde ich nicht hingehen, das ist nämlich Sackgasse. Ich habe Herzklopfen? Ja, ich auch. Wir sind ziemlich nah. Okay, das ist. Hier ist eine Kiste. Ich setze mich mal hier ins Dunkel. Oh, er schaut. Er schaut in meine Richtung. In meine gerade auch. Jetzt nicht mehr. Ich höre sogar spannende Musik. Hä? Sitzen wir nebeneinander? Nee. Aber keine Sorge, er hat mich. Keine Sorge, er hat mich. Ich renne mal hier die Treppe hoch. Okay. Kettensäge ist für Haddonfield ist mit Kettensäge echt. Hä, da ist ein Generator auf dem Vordach. Ja. Ach, da ist die Annika. Oh. Geht nicht nach oben in diese Räume hier. Was war das schon wieder? Das alle Scheißräume enden in Sackgasse, bis auf einen. So, ich rieche übrigens gerade die Treppe runter. Ja, ich sehe das. Ich weiß gar nicht, wo du bist, Chris. Das ich bin gegenüber einem Haus und mach da jetzt mal. Ne, das war ich nicht. Eine Kiste auf. Okay, ich mache hier auch gerade eine Kiste auf. Zu gucken, was da so drin ist. Oh komm, das gibt's doch nicht. Hat er dich? Freigewickelt! Voll gut. Freigewickelt. Aber keine Ahnung, der. Oh, hier ist voll der gute Werkzeugkasten. Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Scheiße! Boah, der war aber schnell. Oh, und der hat dieses rote Schwein. Als Perk. Schlachter? Ja, also ich blute mehr. Ich verblute schneller. Okay. Ich mache jetzt einen Generator. Ich glaube, jetzt komme ich in den Keller. No. Das ist auf deiner Seite, Chris, der Keller. Ah, schade. Da war ich schon relativ gut mit dem Wiggeln. Jetzt sieht man den Killer, ne? Man sieht den Killer. Ja, man sieht den Killer, ne? Aber der läuft jetzt hoch, Und man sieht die. Und man sieht zusätzlich noch die Überlebenden. Ja, genau, alle Mitspieler. So, der ist im Haus nochmal drin. Ist er noch bei dir, Annika? Ja, der ist im Haus. Ja, ich kann es nicht sehen, also der ist ja. Der ist oben. Aber ich hab ihn gesehen, weil ich ja hier vorne auf dem Vordach bin und den Generator mache. Achso. Er ist runter, da. Ja, der läuft wieder im Keller, ne? Ja. Er ist wieder unten. So, jetzt müsste er eigentlich in deine Richtung kommen und ich bin jetzt auch fertig. Oder vielleicht auch nicht, ich Idiot. Ich bin am Kämpfen. Ja, ich komme. Ich bin fertig, so. Scheiße. Jetzt habt ihr alle Generatoren gemacht in der Zeit. Da kommt jetzt jemand zu dir. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe Herzklopfen. Ja, er rennt ihr auch hinterher. Er rennt ihr auch hinterher. Sie rennt trotzdem zu mir nach unten. Ach, ja. Ehrlich? Ja, okay. Scheiße. Ach, Mist.
Okay, ich bin dann tot. Scheiße. Gibt's doch nicht. Wieso ist denn die zu dir runtergelaufen? Ach so, er hat der anderen auch noch eine mitgegeben. Ja, sie hätte einfach weglaufen können, dann hätte ich runterlaufen können. Weil er war total angefixt auf die. Ich weiß. Mensch. An alle Zuschauer. Macht sowas nicht. Alle Zuschauer da draußen. Lauft nicht in den Keller. Vor allen Dingen, wenn jemand diesen Perk hat, dass man den Killer sieht und noch alle anderen, dann wissen alle anderen ja, dass der hinter einem her ist. Okay, die anderen sind immer noch im Keller. Wir brauchen noch einen Generator. Ich mache gerade einen Generator. Wo bist du? Auf der linken? Auf der Kellerseite oder auf der... Ich laufen. Links von dir. Ah, da, okay. Hängt er sie im Keller? Ja, ne? Ja, bestimmt. Ja, die ist im Keller, ne? Ja. Annika? Ja. Ach. Campt er bei ihr? Ich höre das, sie dreht sich leider nicht so, dass man sehen könnte, aber er ist von der Lautstärke des Herzklopfens her garantiert nicht mal unten im Keller. Okay, wir haben gleich den letzten Generator. Die Tür ist auch direkt da vorne rechts, ne? Der kommt hier hin. Oh, er hat in unsere Richtung geguckt. Sie hat kein Herzklopfen mehr. Ja. Ich komme sie jetzt holen. Ich glaube, er läuft da hinter mir her. Ich bin auf dem Weg. Er läuft hinter mir her. Holst du sie? Ja, ne? Ja, ich bin gerade über die Straße. Ja, er verfolgt noch mich. Okay, ich laufe jetzt runter. Er verfolgt mich schön. Ich hab sie. Sehr gut. Perfekt. Könnt ihr jetzt rauslaufen? Ihr müsst den Ausgang aufmachen. Ich glaube, ich laufe einfach so lange in der Stadt rum. Er hat mich auch verloren. Das okay. Finde ich gut. Macht den Ausgang auf? Ich habe noch gar keinen Ausgang. Ich muss jetzt erstmal zum Ausgang laufen. Der ist jetzt da wieder oben auf dem Dach. Die heilt sich auf dem Dach und der ist gerade unten ins Haus. Ins Haus gelaufen? Mhm. Okay, ich laufe gerade quasi an der Wand entlang. Okay, ich bin beim linken Ausgang. Sie steht und heilt sich auf dem Vordach. Ich bin beim... Ach, guck mal hier. Ja, wir sind zusammen. Okay. Wo ist sie denn? Ah ja, okay. Ich hoffe, sie kommt. Auf jeden Fall fertig geheilt. Ja. 75%. Ist das spannend! Okay. Ich warte noch, was mit ihr ist. Ja. Ja, der Typ war die ganze Zeit noch in dem Haus, wo sie auf dem Vordach stand. Und jetzt läuft er zu eurem Ausgang, glaube ich. Okay, raus! Naja. Okay. Naja, so für ein Chris so. Okay. Ah, okay. Hey, ein Pip bei Rang 17. Yeah. Mal gucken. Ich schau noch mal kurz zu. Sie macht den anderen Ausgang auf und ist jetzt auch weg. Sehr gut. Ach, gut. Das freut uns doch. Alle entkommen, bis auf Annika. Ja. Boah, und du hast noch 1559 Punkte bekommen. Ja, ich weiß. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe einen Generator gesucht und dann hat er mich quasi... einer ist immer das Opfer, ne, Annika? Ja. Ja, du hast die ganze Zeit so viele Punkte bekommen. Da, ja, von daher. Du warst ja unser Streber. Ich muss mal gucken, ob ich meine Daily jetzt habe. Wegen Heil, oder was? Ja, habe ich. Hatte ich eben dann schon, deswegen hatte ich auch hey, so viele Punkte. Ich habe eine merkwürdige Glühbirne bekommen. So, okay. Ich guck mal in den Schrein, was wir da so kaufen können. Und zwar botanisches Wissen. Du verwandelst Pflanzen, die du in der Nähe des Lagerfeuers gefunden hast, in Tinkturen, die Blutungen verringern. Die Heilungsgeschwindigkeit wird um 10% erhöht und die Effizienz, okay. Städtische Invasion. Deine Bewegungsgeschwindigkeit während des Hinhockens ist erhöht. Mhm. Die Widerstandskraft gegen Erblindung. Ah ne, das brauchen wir nicht. Weil mehrere... Ah ne, das kostet 750. Das von der Lori.
Weil mehrere deiner Freunde dem Killer in die Hände fallen, erhöhen sich deine Überlebenschancen durch eine unerklärliche Kraft. Jeder getötete oder geopferte Überlebende unterbricht die Aura-Lesefähigkeit des Killers. Na gut, das ist alles nicht so cool, ne? Da hast du recht, Annika. Da sparen wir unsere Punkte doch lieber. Na gut, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge der Dead by Daylight. Das geht echt wie im Flug irgendwie. Und das war auch diesmal eine bessere Folge. Auf jeden Fall vom Erfolg her. Ja. Ne? Ja. Ja. Wie ist denn entkommen? Hallo? Ja. Ja. Ohne Annika. Ich bin heute auch mal öfters entkommen. Von daher ist das nicht so schlimm. Okay, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.